Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, es geht weiter hier auf der Festung des Galoppierers zum Halloween Event 2023. Wir haben hier wieder die Quest mit der Halloween-Kompanie. Ja, wahrscheinlich dasselbe wie vorher. Verkleide dich genauso wie sie und sie findet das so toll und sie gibt dir Geschenke. Boom. Ja. Buh. Ich hab dich mit meiner coolen Maske erschreckt. Hey, schönes Pferd hast du da. Ich habe eine coole Idee. Lass uns zusammen auf eine süßes oder saures Tour gehen. Wenn du dabei eine Maske aufsetzt, die zu meiner passt, kriegen wir bestimmt noch mehr süße Sachen. Ja, genau. Masken sind echt cool. Sie verbergen unsere Identität. Was super praktisch ist, wenn man herumlaufen und die Leute nach noch mehr Süßigkeiten fragen will. Wink mit dem Zaunpfahl, du solltest auch eine tragen. Ich glaube, wenn du eine nimmst, die zu meiner passt, kriegen wir mehr Süßigkeiten. Die Leute belohnen es, wenn man sich Mühe gibt. In dem Shop da bekommst du Masken. Ich habe mich von seinem Angebot inspirieren lassen. Also hat er mindestens eine Maske, die zu meiner passt. Wenn die Maske, nach der du suchst, nicht dabei ist, solltest du in deinem Lager nachsehen. Es gibt auch Masken aus anderen Läden, die zu meiner passen könnte. Bevor wir uns auf den Weg nach hier wegmachen, sage ich dir, was ich von deiner Maske halte. Aber natürlich bekommen wir auch Süßigkeiten, wenn wir unterschiedliche Masken haben. Testen wir unsere Süßes- oder Saures-Runde. Hier in der Festung, ja? Ich möchte sicher gehen, dass dein tierischer Begleiter damit einverstanden ist, dass ich mitreite. Ich wiege zwar nichts, aber manche lebenden Wesen spüren anscheinend eine gewisse Kälte, wenn wir sie zu berühren versuchen. Also falls du das mit dem Süßes oder Saures noch nie gemacht hast, das geht so. Du gehst zu jemandem hin und sagst Süßes oder Saures. Probieren wir es bei den süßen kleinen Kürbissen bei dem Portal nach Jovik aus. Wenn ich so schon gekleidet bin wie ein Kürbis, ohne Kürbismaske, würde das ausreichen? Das testen wir jetzt. Als du dich dem Kürbis näherst, wird ihr Jubel und Geplapper lauter. Zeit für deinen Text. Süßes oder Saures? Alles klar, das hast du gut gemacht. Wir müssen allerdings nach Jovik, wenn wir richtige Süßigkeiten bekommen wollen. Aber es wärmt mein rein metaphorisches Herz, zu sehen, wie die Kerlchen sich freuen. Dann lass uns mal zurückgehen. Okay. Ich denke, jetzt hast du die Grundidee von Süßes oder Saures verstanden, was? Okay, dann wird es jetzt ernst. Wir machen es so. Ich sehe mir an, was du anhast und entscheide dann, wohin wir reisen. Irgendwie strahlst du etwas Heldenmäßiges aus. Ich wette, du kennst jede Menge Leute auf Jovik. Darunter auch solche, die Süßigkeiten für uns haben. Los geht's! Ich weiß, viele meiner Ideen sind etwas abgefahren. Aber jetzt habe ich gesehen, wie ein anderer Geist einen Kürbis trug. Und da wollte ich auch rein. Aber ich habe ihm eine persönliche Note gegeben, okay. Guck, meiner hat diese süße Schleife. Wie dem auch sei. Los geht's, Süßes oder Saures. Wenn wir zueinander passen, kriegen wir noch mehr gute Sachen. Mein heutiges Kostüm lautet origineller und süßer Kürbis. Du solltest also die Kürbismaske tragen, damit du zu mir passt. Okay. Ich weiß auch nicht, ob das so toll ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich die da habe. Oh! Ich hab sie da. Ich werd verrückt.
Ich werd verrückt. Ich hab sie da. Jetzt sehe ich aus wie ein Honk. Pardon. Achso, ich muss ja ins Licht. Jetzt sehe ich mir mal dein Kostüm an. Schauen wir mal. Wuhu! Du siehst toll aus. Ich finde, wir sind wie ein preisgekröntes Duo für die besten Kostüme des Jahres gekleidet. Alles klar. Können wir los oder möchtest du dich nochmal umsehen? Nein, wir können los. Ja, los geht's. Hurra. Moorlandstall. Alles klar. Okay, fangen wir oben an. Ey! Ich kann nicht klicken! No! Na, hallo Dasha. Ich nehme Saurus. Dann zeig mir mal dein Saurus. Ich mach nur Spaß. Hier, bitteschön. Viel Spaß noch. Und nehmt euch vor Geistern in Acht. Buh. Bei Frau Holzwurf dürfen wir wahrscheinlich wieder einfach zugreifen. Denke ich mal. Auf dem Zettel steht ein Stück für jeden Besucher. Vorgängige werden durch Wachbienen kontrolliert. Achso, Vorgänge werden durch Wachbienen kontrolliert. Und ein Zwinkergesicht. Du meine Güte. Okay. Süßes, ja? Hier vorne. Nein, da drüben. Oh, du meine Güte. Hier ist so viel los. Viel Spaß noch. Okay. Ist ja so viel los da hier. Partnerlook, wie süß. Vielleicht sollte ich mir auch ein Kostüm besorgen und losziehen, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Was ich niemals bin. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, ihr würdet denselben Tag wieder und wieder durchleben? Ach, vielleicht leide ich auch nur einen unerträglichen Überdruss. Okay. Was immer du sagst. Habt ihr die Kostüme selbst gemacht? Wie niedlich. Wir bestellen unsere immer, weil wir neben dem Training kaum Zeit zum Basteln haben und so weiter. Naja,
Hier ist jedenfalls etwas Süßes für euch. Guckt ihr an, was wir für tolle Sachen bekommen haben. Die Mühe hat sich wirklich gelohnt. Wir haben mehr Süßes, als wir an einem Tag alleine essen können. Ich wette, die Bewohner der Festung belohnen dich für die extra Mühe, die du dir gegeben hast. Reiten wir zurück zur Festung. So, wieder angekommen in der Festung des Galoppierers. Danke für heute. Komm morgen wieder und lass uns noch mehr Spaß haben. Na klar. Okay. Das war die Halloween-Kompanie. Ja. Ich setze jetzt erstmal meine Brille wieder auf. Gut. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.